Ja, hallo liebe Weinfreunde, willkommen mal wieder zu einem On Tour heute in Röttingen beim Weingut Hofmann, neben mir Jürgen Hofmann. Hallo, danke, dass wir kommen durften. Hallo. Und einfach mal so, wie bist du zum Weinbau gekommen? Wie warst du dein Werdegang? Wie hast du angefangen? Also wir waren früher ein landwirtschaftlicher Betrieb, also mein Vater war Landwirt. Mit einem Hektar Rebfläche im Lebenerwerb. Mein Vater hatte bis 1991 Trauben produziert und eine Weinkellerei verkauft. Mhm. 91, also mir persönlich hat die Arbeit im Weinberg schon immer großen Spaß gemacht, weil es ist jedes Jahr anders, es wird nie langweilig, es ist nie gleich. Und das ist wichtig. Mhm. Also ich möchte keinen monotonen Beruf, ja. und die Rebe fordert einen jedes Jahr. 91 war ein sehr trockenes Jahr und wir hatten damals unsere Reben gegossen. Mhm. Also sehr viel Wasser in die Weinberge gefahren, an jedem Rebstock ein Loch gemacht, Wasser reingegossen. Hatten sehr viel Arbeit, hatten auch schöne Trauben dann. Aber irgendwie hat es einen auch gefrustet. Wir haben jetzt schöne Trauben, dann verkaufen wir die Trauben, dann kommen sie in einen riesen Tank mit den anderen Trauben, wo sich die Winzer nicht so die Mühe gemacht haben. Und dann hat irgendwann mein Vater gesagt, er möchte seinen eigenen Wein machen. Mhm. 91. Und das hat er dann auch gemacht. Und hat einen, Gott sei Dank, kurz vor dem Herbst einen Önologen kennengelernt, der gerade mit dem Studium fertig war. Und der hatte gerade ein Weinlabor aufgemacht und war um jeden Auftrag dankbar. Und der hatte meinen Vater dann beraten. Und so haben wir auch im ersten Jahr schon trinkbare Weine gemacht, sag ich mal. Mhm. Und ich habe, also mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich so seit 1993 die Kellerarbeit mache. Mhm. Aber in der Anfangszeit natürlich in Absprache mit dem Önologen. Mhm. Ich habe dann auch mir ein Buch gekauft, Kellerwirtschaft heißt das Buch, und habe da gelesen, habe immer ausprobiert und Wein gemacht. Das Ganze schon vor meiner Ausbildung. Also ich habe dann von 1995 bis 1997 eine Winzerlehre gemacht, aber habe vorher schon Wein gemacht und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Mhm. Und natürlich jedes Jahr wieder neue Dinge ausprobiert, mache ich heute noch, aber damals noch viel mehr ausprobiert. Mhm. Und ja, so war der Werdegang. Okay, ja. Wir sind ja hier im Taubertal, im schönen Taubertal übrigens, und das solltet ihr euch vielleicht auch mal merken, das ist immer eine schöne Reise wert, also hier auch mal den Urlaub zu verbringen. Was ist denn das Besondere an den Weinen im Taubertal? Überall, also erstmal zur Gegend Taubertal. Mhm. Das Besondere, das Taubertal hat insgesamt plus minus 1000 Hektar Rebfläche. Mhm. Also ist größer wie Saale-Unstrut zum Beispiel oder wie Sachsen. Ist auch größer wie die Ahr. Ist größer wie die Hessische Bergstraße als Anbaugebiet. Mhm. Nur sind wir kein zusammenhängendes Anbaugebiet, sondern wir sind geteilt. Mhm. Es gibt im Taubertal einen kleinen fränkischen Teil, zu dem gehören wir. Also wir haben auf dem Nummernschild steht bei uns Würzburg drauf. Mhm. 4 Kilometer weiter ist die Grenze zu Württemberg. Mhm. Und da sind wir in Baden-Württemberg, aber im Anbaugebiet Württemberg. Da steht dann TBB auf dem Auto, ja. Oder inzwischen MGH. Und das Anbaugebiet Württemberg, das geht bis Bad Mergentheim. Und ab Bad Mergentheim haben wir das Taubertal badisch. Mhm. Also wir haben drei Anbaugebiete mit dem kleinen Taubertal. Mhm. Und was an den Weinen besonders? Also die Weine sind, also gerade in Röttingen haben wir wir haben Muschelkalkboden, mhm. aber unser Muschelkalk ist mit Feuersteinadern durchzogen. Und wir haben auch Weinberge, da haben wir also sehr viele Feuersteine, Weinberge, da haben wir weniger Feuersteine. Aber dieser Feuerstein prägt vor allem die Röttinger Weine, auch vor allem die Weißweine, und gibt ihnen halt eine sehr mineralische Struktur. Mhm. Und in Jahren, wo wir mehr Niederschlag haben, da findet sich auch diese Feuersteinaromatik in den Weißweinen wieder. Also es ist nicht jedes Jahr, so meine Erfahrung, aber in Jahren, wo praktisch viele Mineralien gelöst werden, dann haben wir, also finden wir die Aromatik auch in den Weinen.
Aber du bist ja eher so der Spezialist für Rotweine, sage ich jetzt mal. Vor allem eben Spätburgunder und Tauberschwarz. Der Tauberschwarz, den gibt es ja eigentlich fast sonst nirgends, außer hier eben im Taubertal. Ja, also Tauberschwarz gibt es nur im Taubertal. Also ich behaupte es jetzt mal, dass es nur im Taubertal gibt. Also in Weinsberg, in der Versuchsanstalt, gibt es natürlich auch Reben. Und vielleicht gibt es irgendwo auch noch ein paar Reben, aber also Weinberge, bestockte Weinberge, gibt es nur im Taubertal. Und da gibt es circa, also im ganzen Taubertal, 15 Hektar Tauberschwarz. Und wir selber, wir haben plus minus 1,5 Hektar Tauberschwarz. Also, wobei Tauberschwarz ist eine autochthone Rebsorte, die gibt es nur hier. Und wenn man in alten Büchern und Chroniken liest, da liest man, dass von Waltersheim bis nach Rodenburg, so im 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, fast nur Tauberschwarz bestockt war. Und da gibt es dann ein Tal, das heißt Vorbachtal, das geht von Waltersheim bis nach Niederstetten. Und das war auch ausschließlich mit Tauberschwarz bestockt. Und Röttingen war so zu 90% mit Tauberschwarz bestockt. Und da gab es noch ein bisschen Riesling, Silvaner, auch ein bisschen Elbling und ein paar Stöcke Gutedel. Aber die wichtigste Sorte, die war der Tauberschwarz. Mhm. Wir haben den Tauberschwarz 1997 wieder angepflanzt. Das war damals, also mussten wir einen Versuch pflanzen, weil es nicht erlaubt war, Tauberschwarz zu pflanzen in Franken. Inzwischen ist es erlaubt. Und haben geschaut, was in der Sorte steckt. Wir hatten damals einen kleinen Weinberg angepflanzt. Und die Sorte, die macht zwar sehr, sehr viel Arbeit im Weinberg. Und im Keller ist sie jetzt auch nicht so unproblematisch wie andere Rotweine. Aber wenn man zur richtigen Zeit richtigen Arbeitsschritte macht, also sowohl im Weinberg als auch im Keller, da bekommt man richtig schöne, strukturierte Rotweine. Ich selber ordne sie in die Burgunder-Familie ein, wobei die Rebe mit einer Burgunder-Rebe nichts zu tun hat. Mhm. Aber der Tauberschwarz, er heißt zwar schwarz, es ist aber kein schwarzer Wein, also das ist eine rote Farbe. Und wenn man jetzt alle Register zieht, kriegt man eine tiefrote Farbe, aber es wird nie eine blaue Farbe sein. Also das ist so eine ähnliche Farbe wie beim Spätburgunder. Ich finde auch, wenn man den probiert, dann merkt man so leichte Tendenzen zum Spätburgunder. Also ja. Vom Geschmack her gibt es da schon eine Ähnlichkeit, ja, würde ich auch sagen. Ich finde in der Nase schon, und er ist duftiger als der Spätburgunder. Und im Geschmack ist er ähnlich, aber im Geschmack hat er so was Zartbitteres noch. Das hat der Spätburgunder nicht so. Also durch die Zartbitterkeit unterscheidet er sich etwas vom Spätburgunder. Kamerakind, hast du eine Frage? Ja, also das mit dem Tauberschwarz, die Beschreibung hat unheimlich Appetit gemacht, muss ich sagen. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Können wir was probieren? Möchtest du mit? Ja, lassen wir von, wenn er möchte, den Fass, einen 2015er probieren. Und dann können wir später einen 2014 abgefüllt. Jetzt haben wir 2015er Tauberschwarz R im Glas. Das ist so unsere Tauberschwarz-Selektion, unser bester Tauberschwarz, den wir machen. Und das ist ja von der Farbe her schon bedeutend dunkler als ein Spätburgunder. Ja, das ist. Wir haben jetzt ein neues Barrik. Mhm. In einem neuen Barrikfass ist auch der Spätburgunder tief, kräftig. Und 2015 war ein Wahnsinnsjahr. Du kannst dich ja bestimmt daran erinnern, da war ja das ganze Jahr Sonne, ja. Sehr wenig Niederschlag, die Beeren waren sehr klein, es war wenig Saft in den Beeren, aber viel Schale, eine dicke Schale. Und in der Schale ist ja die Farbe und das Tannin und der Extrakt bei Rotwein. Und das war aber optimal 2015. Also wir haben nicht jedes Jahr diese dunkle Farbe. Das ist nur wirklich in so Jahren wie 2015, 2012 war ähnlich, 2003, in solchen Jahren haben wir, wobei wenn er abgefüllt ist, also wird die Farbe auch weniger. Wird er dann filtriert abgefüllt, oder es gibt ja gerade so den Trend, dass viele Winzer uns eher so also unfiltriert abfüllen? Das entscheide ich vor der Füllung. Also wenn er sehr klar ist, dann wird er nicht filtriert.
Früher habe ich alles nicht filtriert, bloß hatte ich teilweise dann auch starkes Depot in der Flasche. Die meisten Leute wissen, dass Rotwein Depot hat, aber nicht alle. Und es kann passieren, dass ich irgendwann mal einen Fehler laufen lasse. Wenn er sich nicht gut geklärt hat oder wenn ich ein bisschen Trug da anbekommen habe. Aber in der Regel versuchen wir, unfiltriert abzufüllen. Ja, wenn man hier so reinriecht, das ist schon, finde ich auch so, vielleicht bin ich da ein bisschen, schon speziell, sondern es ist schon so ein bisschen so dunkle Schokolade auch. Ja. Und wir probieren jetzt da noch einen. Das ist eine Zweitbildung. Und auch ein größeres Fass. Und da haben wir dann etwas andere Aromen. Also diese Schokolade kommt auch ein bisschen vom Norden zu. Natürlich auch jetzt zu kalt für Rotwein. Ein bisschen, ja, aber auf jeden Fall. Man weiß, was sich da entwickeln wird. Ja. Nee, der ist ein großer. Ne? Der wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Ja, der wird vor der Ernte 2017 gefüllt. Also so ist das Ziel. Merkt man schon, dass das ein anderes Fass ist. Ja, es ist größer, das ist eine Zweitbelegung und das sind andere Aromen, das ist aber dasselbe Wein. Das ist interessant, wenn man 6 oder 8 Fässer vom selben Wein von macht, und danach 6 verschiedene Weine. Aber es waren dieselben Trauben, haben das an einem Holzkühl verbohren und sind nur ein Fass nach dem anderen gefüllt worden. Kamera können wir auch mal probieren. Oh ja. Und die werden dann zusammen kubitiert wahrscheinlich. Ja, gut, das muss man dann. Das weiß ich jetzt noch nicht, wie sie, weil die entwickeln sich jetzt noch ein Jahr. Jetzt momentan sind sie auch zu kalt zum Verkosten. Und dann schauen wir, weil sie auch manchmal einfach dabei, wo wir sagen, jetzt gefällt uns aus irgendwelchen Gründen nicht und dann kommen wir es eben nicht. Mit in die Top-Selektion. Dann wird es halt eben zurückgestuft. Also im Standard. Ja, aber Spaß. Ja, ja. So, was ist dein Eindruck? Also der ist sehr vielversprechend, würde ich mal sagen. Man merkt schon so ein bisschen, so Sauerkirsche kann das sein? Also hier merkt man ein bisschen die Holzaromatik, das geht aber weg. Und hier ist merkt man die eigentliche Fruchtaromatik mehr. Ja. Und das möchten wir durch das Holz nur stützen. Aber das kann hier in einem halben Jahr auch kommen. Und insgesamt ist, wenn wir dann ein Cuvée machen aus den verschiedenen Fässern, dann braucht man das was oder dann macht das was, bringt noch was. Aber ich kann das jetzt noch nicht sagen, wie es wird. Also wenn wir jetzt noch drei probieren, haben wir noch. Ja. Es riecht, also ihr merkt, das ist Tauberschwarz von der Stilistik her. Aber es ist alles etwas anders. Also das kommt eben durch die verschiedenen Fässer. Und gibt es vom Jahrgang 2015 von den Mengen her genügend oder war es da eher knapp mit den Mengen? Ja, es war schon knapp, ja. Also muss man schnell sein. Wenn er. Okay, gut zu wissen. Gut, wir haben, das werden dadurch, dass wir die Weine, also gerade Tauberschwarz, sehr lange im Holzfass lassen, haben wir momentan noch 14. Also wir hatten, ich fühle auch nicht an den kompletten Tauberschwarz auf einmal, auch nicht die Basisqualität, weil ich festgestellt habe, je länger wir im Fass reifen kann, umso schöner wird er, kriegt eine schönere Struktur, es wird einfach schöner. Also früher hatten wir ihn im Basis-Tauberschwarz teilweise nach einem halben Jahr nach der Ernte abgefüllt, aber ja, da haben wir
Da kann man nicht zeichnen, was in dem steckt. Und in der Flasche lässt sich nicht mehr so irgendwas. Und also den ersten 15er werden wir dann, ich denke, im Januar abfüllen, die Basisqualität. So, wir sind jetzt in der Vinothek angelangt, in der Probierstube und haben das Glück, jetzt 1, 2, 3 Weine mal durchprobieren zu können. Was haben wir denn als erstes? Also als erstes probieren wir den Silvaner Kabinett 2015. Mhm. Vom Feuerstein. Vom Feuerstein. Silvaner haben wir nur im Feuerstein. Okay. Silvaner ist ja so die typischste Weißweinsorte eigentlich. Ja, in Franken ist es die typischste Weißweinsorte. Bei uns ist es auch die wichtigste Weißweinsorte. Mhm. Und danach kommt bei uns der Riesling. Mhm. Schöne Fruchtnote. Ja. Ja, die 2015er Weißweine sind auch, wie die Rotweine, auch sehr extraktgereich. Ja. Weil ja, wir hatten ja das ganze Jahr Sonne, schönes Wetter. Und das spiegelt sich dann in den Weinen wieder. Aber der kommt aus dem Feuerstern. Man merkt schon den Unterschied so zum typischen Muschelkalk, oder? Man merkt ein bisschen den Unterschied. Also wir haben ja in Magelsheim haben wir auch einen Tauberschutzweinberg. Mhm. Und da baue ich für einen Freund auch Weißwein aus. Und deshalb habe ich den direkten Vergleich zwischen Feuerstein und Muschelkalk. Und meine Erfahrung ist, dass die Muschelkalkweine, gerade als junge Weine, sind sie schon ein bisschen nicht so sehr mineralisch wie der Feuerstein und sind ein bisschen weicher. Feuerstein ist am Anfang etwas kantiger. Mhm. Feuerstein ist auch etwas saftiger, also insgesamt viel saftiger. Es sind also alles beide Stile, die mir also sehr gut gefallen. Mhm. Aber ja, der Muschelkalk, reine Muschelkalk ist auch mal vielleicht 2 Monate eher früher zugänglich als ein Feuerstein. Mhm. Und das kann ich mir nur erklären, also durch den Feuerstein. Er hat auch eine sehr schöne Mineralik, ne? Ja. Also ich finde, das kann man wieder mit einem Wort umschreiben. Fließgeschwindigkeit. Ja, schmeckt. Und Fließgeschwindigkeit. Also das ist ein Wein. Das stimmt, ja. Der wird nicht langweilig. Jetzt haben wir die Spätlese, ich hatte jetzt leider keine offene Flasche. Mhm. Also bei unseren Weißweinen ist es auch so, wenn die etwas Luft bekommen vorher, dann entfalten sie sich etwas schöner. Die sind manchmal, wenn man die Flasche frisch aufmacht, etwas verschlossen. Mhm. Aber das merkt man dann im Glas, wie sie sich öffnen. Oder könnte man sie auch ein bisschen dekantieren, dann zeigen sie noch etwas mehr, wie wenn man jetzt die Flasche frisch aufmacht. Das stimmt, der ist jetzt noch ein bisschen verschlossen. Ja. Der braucht Luft. 2015 gab es da dann große Probleme mit dem Alkohol oder konnte man das dann irgendwie umgehen? Also da sind wir im Taubertal in der glücklichen Lage, also dass wir diese Alkoholproblematik nicht haben. Mhm. Also wir haben keine, Gott sei Dank keine Weißweine, wo wir dann 14 Volumenprozent bekommen. Mhm. Aber wir steuern auch dagegen. Mhm. Also wir haben, als wir gemerkt haben, dass die Mostgewichte rasant nach oben gehen 2015, da haben wir sofort alles gelesen. Mhm. Also wir hatten unseren ersten Riesling gelesen mit 95 Ochsle. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich, ich möchte eigentlich maximal 100 Ochsle haben beim Riesling. Also weil je alkoholischer der Riesling wird, umso mehr geht die Frucht verloren und auch die Saftigkeit einfach. Und 2015 haben wir das erste Mal gelesen, damit die Qualität nicht noch höher wird.
In der Regel reizen wir den letzten Sonnenstrahl aus und versuchen wirklich das Maximum an Qualität in die Trauben zu bekommen. Aber 2015 haben wir eher gelesen, um unserer Stilistik auch treu zu bleiben. Also der ist jetzt im Vergleich zum ersten sehr mineralisch. Also ihr merkt, jetzt langsam wird er auch duftiger. Also jetzt, da muss man ein bisschen Zeit. Oh ja, jetzt kommt er. Boah. Also im Geschmack merkt man einfach nochmal diesen Qualitätssprung. Ja, ja. Das ist wirklich erheblich, die Steigerung. Den kann man trinken. Das ist sehr schön. Auch sehr frisch. Ja, und gut, aber dann haben wir sehr lange auf der Feinhefe gelassen. Also wir waren bis Anfang Mitte April auf der Feinhefe. Da haben wir dann gefüllt. Entweder Ende Mai oder Anfang Juni haben wir den erst gefüllt. Mhm. Also gerade diese hochwertigen Silvaner und Rieslinge, die lasse ich sehr lange auf der Feinhefe. Mhm. Boah, ist das schön. Aber auch ein Wein mit Lagerpotenzial. Ja, ne? Ja. In 2-3 Jahren, da kommt er dann wahrscheinlich noch. Ja. Jetzt haben wir noch den Silvaner 3-Stern. Mhm. Den gibt es nicht jedes Jahr. Steht Spätlese drauf, aber es ist immer eine Auslese. Mhm. Es steht nicht trocken drauf, er ist aber trocken. Mhm. Aber wir hatten mal ein Jahr, da war ein halbes Gramm drüber. Und seitdem schreiben wir es ja, nicht mehr drauf, wenn es wieder mal passiert, dass er nicht ganz trocken wird. Nur eine Frage vom Alkohol, wo sind wir da? Also hier sind wir bei 13,5. Das ist echt okay. Hier sind wir bei 12,5. Weil man darf ja innerhalb ein halbes Prozent auf- und abrunden. Also mhm. Ich denke, dass die ein bisschen drüber sind. Also dass der Richtung 14 geht und dass der Richtung 13 geht. Aber der bewegt sich halt zwischen 12,5 und 13 irgendwo. Mhm. Aber ich finde, die schmecken sehr elegant, ja. Die Weine. Ne? Also Alkohol merkt man gar nicht. Und die Alkohol gerade, die sind ja eigentlich für 2015 sehr moderat. Ja, aber ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben dann auch gelesen. Also wir haben geschaut, dass wir lesen, weil wenn der Alkohol zu hoch wird, dann geht gerade bei Weißwein viel verloren. Mhm. Also von der Eleganz her und von der Frucht her. Also da merkt man da noch mal mehr Extrakt und mehr Fülle. Hat mehr Süße, hat aber nicht mehr Süße. Mhm. Es kommt aber durch den Extrakt. Ja. Und dann kommt diese Fülle, die er hat. Also der ist total vielschichtig. Ne? Ja. Der verändert sich, glaube ich, auch sehr im Glas. Man kann jetzt nicht sagen, es schmeckt nach dem und dem, sondern nee. Das ist so ein ganzer Korb. Mhm. Ne? Toll. Da muss man sich abends einfach mal mit so einer Flasche hinsetzen und einfach mal schauen, wie sich der so über den Abend entwickelt. Ja. Das ist immer das Beste beim Wein. Wenn man die Zeit hat und man kann so ein bis drei Stunden eine Flasche Wein probieren oder trinken. Und dann sieht man eigentlich, was ein Wein alles kann und was alles zeichnet. Aber das ist jetzt großes Kino für Silvaner. Ja. Ich schütte auch nicht aus. Ja, ich schütte ein bisschen aus. Ich muss nachher noch ein bisschen was arbeiten. Na, manchmal ist ein Schraubverschluss sinnvoll. Ich habe mir vor 2 Jahren die rechte Schulter gebrochen. Mhm. Da konnte ich dann monatelang nur Flaschen mit Schraubverschluss aufmachen. War praktisch. Das ist jetzt
ist Tauberschwarz 2014. Finde ich schön. Also von der Farbe her geht er in die spätburgunder Richtung. Ja, das ist die typische Tauberschwarzfarbe. Also vorhin habe ich ja gesagt im Keller, also das erste Fass, das kommt aber auch durch das neue Holzfass. Ja. Da hat man immer mehr Farbe, auch bei Spätburgunder. Mhm. Aber das ist die typische Farbe. Den kann man auch trinken. Mhm. Und die Basis preislich, wo ist die ungefähr anzusiedeln? Der kostet 9 Euro. Das ist ein Wort. Das ist echt ein Wort. Das richtig schöner, eleganter Wein. Mhm. Auch, ne? Hat auch dieses Sauerkirsch ein bisschen. Aber ein bisschen samtiger, finde ich jetzt, als ein Spätburgunder. Ein Spätburgunder ist ja doch ein bisschen aggressiver, aber der ist ein bisschen. Beides kann auch Vertreter vom Tauberschwarz geben, die dann. Da ist es dann umgekehrt. Also okay. Es kann auch mal einen geben, der etwas aggressiver ist als der Spätburgunder. Also, aber es ist. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist ein ähnlicher. Also ich ordne ihn in die Burgunderfamilie vom Weintyp ein, obwohl die Rebe mit einer Burgunderrebe überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Das ist eine ganz eigenständige Rebe. Aber der Weintyp, das schmeckt man ja auch, ist ähnlich, ist burgundisch. Aber hat eine eigene Note. Ja. Ja, also geht vielleicht so in die Richtung, aber er hat eine ganz eigene Note. Mhm. Nee, ich werde langsam zum Fan vom Taubertal. Das ist so. Also im Tal steckt schon sehr viel Potenzial. Von den, von den Lagen her. Mhm. Vor allem ist es auch sehr, sehr vielschichtig. Ne? Also ja. Auch von den Rebsorten her. Rebsorten, die man woanders nicht findet. Mhm. Oder Rebsorten, die es in der Qualität anderswo nicht gibt. Ja. Das ist jetzt ein 2014er Tauberschwarz R. Mhm. Und der ist jetzt in Württemberg gewachsen. Mhm. Im Magelsheim, im Probstberg. Da steht dann auch da Württemberg. Da steht Württemberg drauf, ja. Und bei den anderen steht Franken drauf. Ja, ja. Okay. Da, hier steht Deutscher Qualitätswein Württemberg. Mhm. Und die Weine werden auch werden nicht in Würzburg geprüft, sondern in Heilbronn. Irgendwie ist es schon schwierig, glaube ich, wenn man so in einem Weinbaugebiet ist, was zu drei Weinbauregionen gehört. Ja, ja. Wo eigentlich auch die Nähe eher zu Franken wäre. Eigentlich schon, ja. Also wir sind dann im Badischen darf man ja Boxbeutel abfüllen. Und wir dürfen ja sowieso Boxbeutel abfüllen. Also wir persönlich machen das zwar nicht, aber wir dürften, weil wir können ja eh zu Würzburg. Und der badische Teil vom Taubertal, der gehört ja auch. Jahrzehnte zum Bistum Würzburg und als der Boxbeutel eingeführt wurde, waren sie eben Würzburg zugehörig und darum dürfen sie heute noch Boxbeutel abfüllen. Mhm. Und der Bereich heißt ja auch Tauberfranken, aus dem Grund, weil das Badische mal fränkisch war. Und man merkt es auch sprachlich, also in Württemberg, also da spricht man eigentlich schon eher Schwäbisch. Mhm. Das merkt man wirklich, wenn man das ist wirklich eine Grenze, eine Sprachgrenze. Und im Badischen, es ist nicht fränkisch, aber da sind sehr viel fränkische Wörter drin im Wortschatz. Na ja, gut, früher war alles fränkisch, ne? Also ist er runtergegangen bis Schwäbisch Hall. Ja. Und Lohe Franken und dort Taurer Franken. Ja. Also das Württemberg im Taubertal, das ist ja Hohenlohe Franken. Ja. Aber sprachlich ist es Schwäbisch. Also das ist nicht fränkisch von der Sprache her. Ja,
Komm und lass. Der braucht, glaube ich, auch noch ein bisschen Luft, aber man merkt. Braucht ein bisschen Luft. Hat aber insgesamt mehr Struktur als, ja, als die Basis. Der ist jetzt auch, wahrscheinlich auch ein kleines bisschen teurer. Ein kleines bisschen, ja. Wo sind wir da? Weiß ich. Der kostet 10 Euro mehr. Mhm. 19 das ist, Euro. Das ist echt okay. Aber man merkt auch, der hat wirklich Potenzial für etliche Jahre. Ja, mhm. Das merkt man, also vor allem geschmacklich merkt man es. Und der geht jetzt, finde ich, mehr in die Richtung von Burgunder, von der Burgunder-Familie. Also wirkt er jetzt auf mich. Ja. Das ist. Das ist ein kleiner Weinberg und. Also da ist der Ertrag auch sehr, sehr gering, da gibt es auch nicht viel. Von wann sind da die Reben? Sind die auch schon ein bisschen älter? Der Tauberschwarz war ja fast ausgestorben im Taubertal. Mhm. Da gab es 1979 gab es noch 400 Reben in einem Seidental, von einem Seidental von der Tauber. Das ist der Ort heißt Ebertsbronn. Mhm. Wenn sie nicht finden möchten, wenn ihr nicht finden wollt, dann findet er auch nie. Da kommt man eigentlich auch nie hin. Okay. Obwohl es hier nur über ein paar Berge drüber ist. Ja. Mhm. Und 1979 war ein Jahr, da waren sind die ganzen Weinberge erfroren im Taubertal, auch die Rebstöcke. Da war ein sehr, sehr kalter Winter. Und ein Weinberg ist normal wieder ausgetrieben, wie wenn nichts wäre. Und das waren die 400 Reben in Ebertsbronn. Und dann hat man halt mal geschaut, ja, was hat der Winzer anders gemacht wie die anderen, weil er seiner grün geworden ist und die anderen haben alle Froststellen gehabt. Und dann hat der Winzer gesagt, ja, ich habe Tauberschwarz, ich habe noch Tauberschwarz 400 Reben, weil mir schmeckt der Schwarzriesling nicht. Also der Winzer hat die 400 Reben selber getrunken, die gab es auch nicht im Verkauf. Und zum Glück, also das war wirklich jetzt Glück. Und dann hat man sich eigentlich besonnen auf die Bedeutung dieser alten Rebsorte. Und Weinsberg hat ab da dann wieder Erhaltungszüchtung betrieben. Und da gab es auch den ersten Weinberg dann in Lauda. Da gab es früher ein Staatsweingut. Und von dem sind dann wieder, das war dann der erste Vermehrungsweinberg. Mhm. Und von da aus sind dann wieder andere Weinberge vermehrt worden. Ja, und so ist es langsam wieder. Gab es wieder ein paar Weinberge Tauberschwarz, aber die bevorzugt natürlich erst im württembergischen Bereich, weil Württemberg hat es ja auch weiter. Wieder die Erhaltungszüchtung betrieben und im badischen Bereich. Mein Vater wollte das erste Mal 1993 pflanzen, hat er keine Reben bekommen. Dann wurde zu ihm gesagt, in Weinsberg, also zuerst werden unsere Winzer bevorzugt. Okay. Also musste man halt ein bisschen warten und 1997 haben wir den ersten gepflanzt. Mhm. Und der Propsberg, den haben wir 2003 gepflanzt. Mhm. Also wir haben, die sind jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber so alte Reben wie bei den Silvaner, zum Beispiel Silvaner haben wir mit 40 Jahre und älter, das haben wir leider noch nicht beim Tauberschwarz heute. Ja, weil es dann halt früher, weil er fast ausgestorben war. Mhm. Aber ich finde den enorm, absolut enorm. Mhm. Der wird auch immer interessanter im Glas, je mehr Luft der bekommt. Das ist insgesamt bei Tauberschwarz so. Tauberschwarz braucht Luft. Und ich empfehle auch immer, den vorher zu dekantieren, weil er einfach, der zeigt viel mehr. Super. Ja. Einfach nur toll. Und kriegt man sonst nirgends. Ja. Nur hier eben in Tauberfranken. Ja, und das wird auch nie, ich denke, dass es auch immer eine Besonderheit bleibt, weil er so hohe Ansprüche stellt, erstens an die Lage, also wir haben den ausschließlich in Rieslinglagen und auch an die weinbaulich, dass das würde nicht funktionieren, denn
in dem größeren Stil Weine zu machen, weil das funktioniert nicht. Das kriegt man nicht hin. Und gibt es Tendenzen jetzt, die Rebfläche zu vergrößern? Oder? Ich habe nicht das Gefühl. Also wir werden in 2 oder 3 Jahren werden wir noch einen kleinen Weinberg anpflanzen. Da ist ja auch immer wichtig, dass die Lage passt. Dann darf es am besten sehr, sehr viel Steine im Boden. Also der muss wirklich seine Nährstoffe und alles erkämpfen, sonst werden die Trauben zu groß. Wenn zu viel Boden hat oder wenn man zu viel Kompost ausbringt, dann werden die Trauben zu groß. Und beim Tauberschwarz ist die Schale relativ, also die ist dünner als beim Spätburgunder. Und darum müssen wir schauen, dass wir kleine Beeren bekommen, dass wir später einen schönen Wein bekommen. Und das funktioniert am besten auf kalten Boden. Den können wir nicht überall hinpflanzen. Und wir werden in 2 Jahre, 3 Jahre, vielleicht 4 Jahren. Gut, man mag, die Zeit geht immer so schnell rum. Aber da pflanzt man noch ein Stück an. Aber insgesamt im Taubertal habe ich nicht das Gefühl, dass es eigentlich schade, dass die Rebfläche ausgebreitet wird. Hängt vielleicht damit zusammen, weil er einfach mehr Ansprüche hat im Weinberg. Also wenn man solche Weine machen möchte, die wir im Glas haben. Also ist noch diffiziler als der Spätburgunder? Ja, das heißt immer, es ist schwierig, einen guten Spätburgunder zu machen. Ich sage immer, ein Tauberschwarz ist doppelt so schwer. Ja, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, ja. Und das ist auch meine Freude. Wir haben eine eigene Sorte. Und wenn ich da richtige Energie reinhänge, dann kriege ich wirklich Rotwein. Also dann kann ich auch irgendwo Blindverkostungen reinstellen. Ja. Auch nicht nur bei deutschen Rotweinen. Ja. Und das ist mein Anspruch. Und das schaffen wir hier mit einer alten Sorte, hier im Taubertal. Und das macht mir viel mehr Spaß, als wenn ich jetzt einen Dornfelder hätte und würde den ausdünnen. Schmeckt immer wie Dornfelder. Aber bei Tauberschwarz wirkt sich das wirkt sich bei Tauberschwarz viel mehr aus in der Qualität, wenn man da gute Arbeit im Weinberg macht. Toll. Ja. Also wir können jetzt noch einen Spätburgunder probieren. Vielleicht noch einen Spätburgunder. Genau. Ich habe jetzt keinen R auf. Nee, das ist ja jetzt den einfachen 2015. Den haben wir dann gefüllt vor der Ernte. Die R-Qualität ist jetzt noch 14, den haben wir auch erst abgefüllt. Mhm. Der war jetzt im großen Holzfass. Das ist Spätburgunder. Das ist jetzt die Basisqualität. Ja. Und wo ist die preislich? 8 Euro. Also da muss ich sagen, da habe ich weitaus schlechtere Spätburgunder getrunken, die aber viel mehr Geld gekostet haben. Ja. Nee, also wir sind ja sowieso ein kleines bisschen so Spätburgunder-Fans. Und dann ist es einfach so, wenn man so einen Spätburgunder mal wieder im Glas hat und das ist die Basis, das macht einfach total Spaß. Das Basis ist oben, das habt ihr vorhin gesehen, das sind ja die 2 Holzküfs und die Lagerung war in einem Holzküf. Und wie gesagt, abgefüllt ist er, ich glaube, 2 Wochen oder 3 Wochen vor der Ernte 2016. Also ich möchte schon, dass er ein Jahr im Holzfass bleiben. Das kriegt man auch wieder hin. Also, wenn ich den jetzt blind verkostet hätte, ich würde nie auf den Basiswein tippen. Nee. Es ist kein, muss ich überlegen, normal ist kein. Manchmal ist es so, dass ich noch 2 gebrauchte Barriques habe, weil das Küff dann voll war oder irgendwas. Aber ich möchte soweit wie ich das noch in Erinnerung habe, ist es nur das große Küff gewesen. Ist klasse. Ja. Auf jeden Fall
vielen Dank für die tolle Verkostung. Also die hat uns echt wirklich weit gebracht und einfach Empfehlung an euch. Also ganz großes Kino, muss ich sagen. Vielen Dank. Vom Silvaner, Tauberschwarz, Spätburgunder. Kein schlechter Wein. Absolut nee, nicht. Überhaupt. Eher absolute Spitzenklasse. Und ich glaube auch zu sehr zivilen Preisen, muss ich sagen. Also toll. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Trinkt's mehr Tauberschwarz. Aber nicht zu viel, damit was für uns übrig bleibt. Tschüss.